Als erste weibliche Tagesschausprecherin las Dagmar Berghoff 1976 erstmalig die Nachrichten in der ARD. Später stieg sie zur Chefsprecherin der Nachrichtensendung auf. Im Dezember 1999 gab sie ihren Rückzug aus dem Fernsehgeschäft bekannt. In ihrem neuen Buch mit dem Titel »Guten Abend, meine Damen und Herren«, ein Gespräch über die Liebe, das Leben, Glück und die Nachrichten, das sie zusammen mit Tagesschau-Kollege Konstantin Schreiber verfasst hat, hat sie jetzt über das Verhältnis zu ihrer Mutter geschrieben. Wie das Bunte Magazin berichtet, habe sie ihre Mutter immer als kalt und abwesend erlebt. Ihr eigenes Kind sei für sie unwichtig gewesen. Außerdem sei die Mutter davon überzeugt gewesen, dass Dagmar nicht ihr Kind war, sondern vertauscht wurde. Infolgedessen lehnte sie das Mädchen ab, doch Dagmar ging ihren Weg, der sie nach ihrem Abitur als Au-pair nach London und Paris führte. Sie lernte die Sprachen, ging auf die Schauspielschule, zum Südwestfunk und schließlich zur Tagesschau. Und das, obwohl sie in ihrem Leben weitere Schicksalsschläge verkraften musste, wie das Bunte Magazin berichtet. Mit Anfang 20 zweifelte sie an der Schauspielschule, an ihrer Begabung, steckte in finanziellen Schwierigkeiten. Zitat: Ich erinnere mich, wie ich an einem Tag so verzweifelt war, dass ich überlegte, ob es nicht besser wäre, dem Ganzen ein Ende zu setzen, führt Dagmar in ihrem Buch aus. Als junge Erwachsene mit Mitte 40 habe sie zudem unter Depressionen gelitten, sei lebensmüde gewesen. Im Jahr 2001 hatte sie einen weiteren schweren Verlust zu verkraften. Ihr Mann starb an Bauchspeicheldrüsenkrebs. Trotz allem sagt die ehemalige Miss Tagesschau heute über sich selbst, Zitat, mir geht es sehr gut. Sie treffe sich alle zwei Wochen mit Freunden zum Kartenspielen, das genieße sie. Auch sei sie nicht von Altersarmut betroffen, wie eine große Tageszeitung behauptet hatte. Der Tagesschau und den Tagesthemen ist die 79-Jährige nach all den Jahren immer treu geblieben. Sie sieht sie noch heute jeden Tag.